Gitarre funktioniert. Und ich habe gehört, ihr habt Ferien. Und was macht man gerne in den Ferien? Singen. Schlafen. Schlafen? Ja. Also ich verreise gerne. Wer von euch verreist gern? Ja. Wer verreist gern? Hand hoch. Gut, dann nehme ich euch jetzt mal mit auf eine Reise. Und zwar mit dem Kinderzug ins Kinderland. Das hat den Vorteil, ins Kinderland dürfen nur Kinder. Und da dürfen sie machen, was sie wollen. Und die Erwachsenen dürfen nicht meckern. Einverstanden? Und wir fahren mit einem Zug. Wer von euch kennt alles noch so einen alten Dampfzug? Hand hoch. Und wer von euch war schon mal auf dem Bahnhof? Hand hoch. Wer hat schon mal einen fahren lassen? Hand hoch. Was gibt's denn da nur wieder zu lachen? Wir reden hier von Zügen. Und einen Zug muss man fahren lassen, wa? Da kommt doch der Schaffner, der hat so eine Kelle. Warte mal. So, so eine Kelle kennt ihr alle noch, wa? Na, war aus alten Filmen. So, bei welcher Farbe muss man losfahren? Grün. Bei welcher Anfall? Und dann braucht man, nein, das ist noch vom Schaffner, braucht man noch die Trillerpfeife. Und dann kommt die Ansage, die lautet: Achtung, Achtung, alle Gäste aus Tando, ihre Kinder, bitte einsteigen in den Kinderzug, die Türen schließen und Vorsicht bei der Ausfahrt des Zuges. Das war jetzt original Tantower Hauptbahnhof. Habt ihr eine Bahn hier? Ja. Na, mach ich doch. So, jetzt grüne Kelle hoch. Und jetzt nehmt ihr mal bitte alle eure Arme. Was macht ihr denn jetzt? Ey, ich habe keine Pistole. Ihr braucht euch nicht ergeben. Wir nehmen die Arme nur bis zur Seite. Und dann lassen wir die drehen, die Räder vom Zug. Hä? So, Räder drehen lassen. Und der Mund macht. Wie so eine alte Dampflok. Stopp. Beim Sch fällt mir ja noch was ein. Wer von euch kommt dies Jahr an die Schule? Und wer ist noch in der ersten Klasse und kommt in die zweite? Wie lange bist du schon in der ersten? Nein, nein, das ist so. Kinder, die in die Schule kommen und in der ersten Klasse sind, die kriegen doch ihre Schulzähne. Und die haben manchmal eine Zahnlücke. Wer von euch hat eine Zahnlücke? Gut, alle mit einer Zahnlücke machen bei. Bitte nicht so doll. Naja, sonst wird der Vordermann ja schön nass. So, Räder drehen lassen. Und. Wir fahren mit dem Kinderzug, dem Kinderzug, dem Kinderzug. Wir fahren mit dem Kinderzug und alle kommen mit. Hey, das Ding sollte nicht mitkommen hier. Setz dich auf meine Nase. So. Und im Kinderland, was fliegt denn hier alles rum? Kinderland gibt es eine Menge komische Städte und Dörfer. Und ihr müsst euch mal genauso bewegen, wie die Städte und Dörfer heißen. Pass auf, wenn wir durch Trampelstedt fahren, was müsst ihr da machen? Trampeln, richtig. Als erstes geht's nach Trampelstedt, nach Trampelstedt, nach Trampelstedt. Als erstes geht's nach Trampelstedt und alle trampeln los. Dahinter liegt dann hopps mal hoch, hopps mal hoch, hopps mal hoch. Dahinter liegt dann hopps mal hoch, wir springen jetzt alle hoch. Und fahren so gleich nach Predig rum, nach Predig rum, nach Predig rum. Und fahren so gleich nach Predig rum, das ist ja gar nicht dumm. Und die Räder drehen lassen. Denn wir fahren mit dem Kinderzug, dem Kinderzug, dem Kinderzug. Wir fahren mit dem Kinderzug und alle kommen mit. Der nächste Ort ist klatsch mal mit, klatsch mal mit, klatsch mal mit. Der nächste Ort ist klatsch mal mit, ja klatschen das Rote. Dahinter liegt dann Zappelhain, Zappelhain, Zappelhain. Dahinter liegt ein Zappelhain, ja zappel das Stück ein. Und nun geht es nach Zunge raus, nach Zunge raus, nach Zunge raus. Und nun geht es nach Zunge raus und alle machen Bäh. So, Zunge wieder rein, bevor die Eltern meckern. Und weiterfahren. Und zum Glück fahren wir nicht alleine, weil alleine wäre es langweilig auf der Welt. Ihr habt doch hoffentlich alle einen Nachbarn. Schaut euch euren Nachbarn mal bitte ganz genau an. So von oben nach unten. Und von unten nach oben. Und guckt mal, ob euer Nachbar seinen Po dabei hat. Hat er? Pass auf, dann bauen wir uns aus Daumen und Zeigefinger eine kleine Zwickmaschine. Gehen damit zum Po vom Nachbarn.
und fahren mit ihm nach Zwickenau, nach Zwickenau, nach Zwickenau und fahren mit ihm nach Zwickenau, in den Koda wird gezwickt. Noch Lust, er ist ein Killermal, ein Killermal, ein Killermal. Noch Lust, er ist ein Killermal, der Nachbar wird abgekillert. Aber nicht so doll, dass jemand vom Sessel fällt hier. Oder sich in die Hosen pullert. Denn wir fahren ja noch im Kinderzug, im Kinderzug, im Kinderzug. Wir fahren ja noch im Kinderzug und der fährt ganz schnell. Denn jetzt geht es nach schneller Lauf, nach schneller Lauf, nach schneller Lauf. Denn jetzt geht es nach schneller Lauf, da rennen alle los. Dahinter liegt dann Schleichetal, Schleichetal, Schleichetal. Dahinter liegt gleich Schleichetal, ganz leise sind wir da. Und jetzt singen wir ganz leise. Und alle kommen. Aber sag mal, ihr habt ja heute eure Eltern mit, ne? Oder Oma und Opa. Und wenn die mitkriegen, dass ihr leise sein könnt, dann verlangen die das öfter von euch. Das wäre aber blöd. Wollen wir die Großen mal erschrecken? Los, haltet euch mal die Ohren zu. Was? Entschuldigung, blöd sagt man nicht. Gut, wäre ich mir geeignet. Ja, süß, Hammer. Kann man sie mieten? Kann man sie mieten. So, alle die Ohren zu halten, bitte auch den Kleinen die Ohren zu halten. Denn der nächste Ort ist Schreietal, ist Schreietal, ist Schreietal. Der nächste Ort ist Schreietal und alle schreien lauter! So. Ein Glück, dass wir hier keine Schreiben drin haben. So, jetzt wisst ihr bis Graz, wo hier das schönste Volksfest ist, wa? So, fahren wir weiter. Nun fahren wir noch nach Popeldorf, nach Popeldorf, nach Popeldorf. Nun fahren wir noch nach Popeldorf, der Finger in die Nase. Na, das ist ja eine Ferkelei. Was machen wir jetzt mit dem Popel? Aufessen? Nee. Den Nachbarn anschmieren? Nee. Dann müssen wir nach Waschetal, nach Waschetal, nach Waschetal. Dann müssen wir nach Waschetal und waschen die Hände da. So, Hände wieder sauber. Nun kann es ja sein, dass der Nachbar ein bisschen sauer ist, weil wir beinahe den Popel angeschmiert hätten. Und da sollten wir uns vertragen. Vertragen geht in Streicheltal, in Streicheltal, in Streicheltal. Vertragen geht in Streicheltal. Ach, streicheln kann man da. Einmal streicheln. Popel sagt man auch nicht. Ein Glück, dass du hier aufpasst. Sie ist von der Zensur hier, ne? So, den Nachbarn einmal streicheln. Noch schöner ist ein Schmusefein, ein Schmusefein, ein Schmusefein. Noch schöner ist ein Schmusefein. Schmusen sagt man auch nicht. Doch, schmusen ist fein. Doch, schmust du nicht gerne? Was macht er denn gerne? Gut, für dich fahren wir nach Küssetal, nach Küssetal, nach Küssetal. Auch nicht. Ach, Kuschel. Wir fahren dann nach Kuschelmal, nach Kuschelmal, nach Kuschelmal. Wir fahren dann nach Kuschelmal, nach Kuscheln kann man da. Ja. Kann man sich auch Wunschorte wünschen. Ja. Und weiterfahren. Denn wir fahren heute im Kinderzug, im Kinderzug, im Kinderzug. Wir fahren heute im Kinderzug und alle kommen mit. Jetzt fahren wir nach Hampelmann, nach Hampelmann, nach Hampelmann. Nee, ich muss jetzt nach Hampelmann. Jetzt fahren wir nach Hampelmann, ein jeder springt in Hampelmann. Dahinter liegt ein Tanzerhausen, Tanzerhausen, Tanzerhausen. Dahinter liegt ein Tanzerhausen. Ich glaube, das war verkehrt. Nee, sie kann ruhig hier bleiben. Stört mich nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Herr Techniker, warte, ich wollte erstmal die schönen Dank für die Gitarre. Ja, stell die zurück.